Hallihallöchen! Meine lieben Gruselfans, hier ist er wieder, euer Gernold Gänsehaut, der Erfinder des kalten Grauens und Reporter des diabolischen Wahnsinns. Heute mit einer Live-Reportage aus dem Wachsfigurenkabinett der Madame Clüssot. Vor mir steht ein ziemlich altes, hohes Gestell. Monströs, kann ich nur sagen. Aber besser bekannt unter dem Namen Guillotine. Nun, sie wurden in der Zeit der französischen Revolution von der Henkerzunft heiß geliebt und natürlich auch benutzt, um euch, meiner geschätzten Horrorgemeinde, das Feeling eines Verurteilten kurz vor der einschneidenden Prozedur zu vermitteln, werde ich meinen Kopf in die Holzschneise zwängen, erst mit dem Gesicht nach oben, etwas unbequem, so etwa, ui. Das ist schon ein Gefühl, kann ich euch sagen. Dieses immer noch verdammte scharfe Fallbeil, so von unten aus nächster Nähe zu sehen. Um aber den Eindruck perfekt zu gestalten, habe ich mir erlaubt, das Kostüm des französischen Adligen natürlich einer Wachspuppe auszuleihen. Die Wachspuppe hockt jetzt in einer Abstellkammer. Madame Clüssot möge mir verzeihen. Das Gewand ist mir ein bisschen zu eng und riecht ziemlich stark nach Naphthalin. Oh, da kommen schon einige Besucher. Ja, so, ich werde mich jetzt ganz ruhig verhalten, den Kopf wieder nach unten drehen. So, mal hören, was der alte Mann so zu sagen hat. Wir bleiben natürlich weiter auf Sendung. Und nun, meine Damen und Herren, kommen wir zu einer Guillotine. Auf dieser, oder besser gesagt, durch diese Guillotine, verloren im Jahre 1781, ja, während der französischen Revolution, etwa 750 bis 800 Personen ihre Köpfe, meist adlige Köpfe. Wie schnell das ging, möchte ich Ihnen anhand dieser präparierten Wachspuppe demonstrieren. Nein! Donnerwetter, das sah aber echt aus. Dankeschön.